Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mieten in Berlin steigen, und das trotz der wohnungspolitischen Offensive des Senats. Alle bisherigen Maßnahmen vom Mietenbündnis über verlängerten Kündigungsschutz bis zur Wohnraumförderung konnten diesen Trend nicht brechen. Das Umwandlungsverbot kommt dank der CDU sehr spät und für manche Berliner Stadtteile zu spät. Und es wird kaum Wirkung entfalten, wenn nicht im gleichen Zuge die Bezirke konzeptionell und personell gestärkt werden. Das ist Ihre magere wohnungspolitische Bilanz. Das Mantra vom Neubau als einzige Lösung hilft da nicht weiter. Inzwischen haben der Mietwohnungsbau und die Neubauzahlen insgesamt zwar zugelegt, aber Einstiegsmieten ab 10 Euro sind für die meisten Berlinerinnen und Berliner zu viel. Und bei der Wiedervermietung frei werdender Wohnungen wird kräftig zugelangt oder gleich lukrativ modernisiert. Den sogenannten Sicker-Effekt gibt es also nicht. Und deshalb müssen für tatsächlich bezahlbares Wohnen das Konzept für die Mietpreisbremse nachgebessert werden, so wie vom Berliner Mieterverein gestern gefordert, und der notwendige Wohnungsneubau mit einer mietdämpfenden Bestandsstrategie verbunden werden. Mehr als die Hälfte der Berliner Haushalte, und das sind über 500.000 bei einer Neubauzahl von 1.000 jährlich in einem halbwegs bezahlbaren Segment, weise ich auf diese Zahl noch mal hin, über 500.000 sind auf preiswerten Wohnraum dringend angewiesen. Was also tun? Berlin verfügt über knapp 300.000 eigene Wohnungen, und es sollen mehr werden. 400.000 ist seit heute das neue Ziel des Senats, wie wir gehört haben. Das ist aus Sicht der Linken gut so und der entscheidende Hebel, um die wohnungspolitischen Probleme in Berlin anzugehen. Das Mietenbündnis mit den städtischen Unternehmen hat nicht nur inhaltliche Schwachstellen, es hat einen grundlegenden Konstruktionsfehler. Der Gesellschafterwille soll und kann eigentlich nicht Gegenstand von Vereinbarungen von Gesellschafter und Gesellschaft sein. Er muss Grundlage des Handelns der Unternehmen sein. War das bisher fast ausschließlich und notwendigerweise die wirtschaftliche Konsolidierung, muss der Fokus künftig neben der Wirtschaftlichkeit auf einer sozialen Wohnraum- und Stadtentwicklung liegen. Und das ist der Kernpunkt unseres Vorschlages für eine soziale Wohnungswirtschaft. Die kommunalen Gesellschaften erhalten eine regelmäßige Eigenkapitalstärkung, und sie stellen dafür dauerhaft und jährlich wachsend zusätzlich eine bestimmte Zahl von Wohnungen zu fixierten Höchstmieten zur Verfügung. Für Transferleistungsbeziehende sind dies die Richtwerte der Kosten der Unterkunft, derzeit rund 4,90 Euro pro Quadratmeter kalt, für WBS-Berechtigte aktuell 5,50 Euro pro Quadratmeter. Diese Mietobergrenzen entsprechen der realen Leistungsfähigkeit der genannten Zielgruppen, anders als die Regelungen im derzeitigen Mietenbündnis und in der Wohnraumförderung des Senats mit Einstiegsmieten von durchschnittlich 6,50 Euro. Das würde für den berechtigten Personenkreis, den wir hier beschrieben haben, letztlich zu untragbaren Belastungen oder viel zu kleinen Wohnungen führen, oder er bliebe völlig außen vor, und das können auch Sie nicht wollen. Die Gesellschaften sollen dafür jährlich insgesamt zunächst 100 Millionen Euro erhalten. Das klingt viel. Entweder direkt als Zuweisung in das Eigenkapital oder indirekt durch Erlass von Förderungen. Damit könnten Sie, und das haben wir mit einer Studie nachgewiesen, jährlich bis zu 10.000 Wohnungen jährlich zu den genannten Konditionen bereitstellen. Die Koalition plant, das ist ja heute noch mal dargestellt worden, die Haushaltsüberschüsse eines Jahres, letztes Jahr waren es 820 Millionen Euro, zur Hälfte in ein Sondervermögen wachsende Stadt zu überführen. Wir sagen, ein Teil dieser Überschüsse, ein beachtlicher Teil dieser Überschüsse, muss in bezahlbares Wohnen fließen, und der finanzielle Spielraum dafür ist offenbar da. Aktuell könnten es sogar mehr als 100 Millionen Euro jährlich sein. Unser Vorschlag ist also als Mindestforderung zu verstehen, den wir aus den bisherigen Haushaltsplanungen abgeleitet haben. Die städtischen Unternehmen sollen dabei selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang sie ankaufen, bauen und eigene Bestände ertüchtigen. Sie sollen auch selbst entscheiden, in welchen Beständen die zusätzlich dauerhaft sozial gebundenen Wohnungen sein sollen. Gleichzeitig wird aber der Gesellschafter, das Land Berlin, jährlich in den Zielbildern konkrete Vorgaben machen
zu Stadtentwicklungszielen, zur Wohnraumversorgung, zu unternehmensspezifischen Entwicklungszielen. Unsere Auffassung ist, anstatt die Unternehmen wirtschaftlich zu überfordern und in eine weitere Verschuldung zu treiben, wie Sie als Koalition das derzeit tun, würde sich mit unserem Vorschlag der finanzielle und inhaltliche Spielraum für die öffentlichen Unternehmen erheblich erweitern. Sie erhalten Kredite zu besseren Konditionen. Sie könnten bei Modernisierungen weniger Kosten auf Mieterinnen umlegen. Sie könnten Bestands- und auch Neumieten an den tatsächlichen Aufwendungen und nicht am Mietspiegel ausrichten. Der letzte Punkt in der Reihe unserer Vorschläge: Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen transparenter und demokratischer. Mitwirkungs- und Mitentscheidungsmöglichkeiten für Mieterinnen und Mieter sollen ausgebaut werden. Mieterinnen und Mieter sollen sich künftig kurzfristig, frühzeitig und umfassend informieren können. Sie sollen über Modernisierungsvarianten und Bauprojekte diskutieren und mitentscheiden können. Und sie sollen nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Meine Damen und Herren, Berlin braucht bezahlbaren Wohnraum. Das bestreitet niemand, das sagen hier auch alle, nur sagt keiner, wie es gehen soll. Unser Konzept setzt nicht auf Wohnungsneubau allein. Es rückt den öffentlichen Wohnungsbestand in den Mittelpunkt. Die städtischen Unternehmen sind wirtschaftlich gut aufgestellt. Man darf sie aber nicht überfordern. Das ginge zulasten ihrer Mieterinnen und Mieter bzw. ihrer Substanz und damit letztlich zu unser aller Lasten. Wenn Sie, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften, einem sozialen Leitbild folgen sollen, und das wollen wir mit unserem Konzept, dann brauchen Sie dafür ein inhaltliches Konzept, eine finanzielle Basis und gezieltes Controlling. Diese sozial ausgerichtete Wohnungswirtschaft ist ohne Zweifel notwendig, und über den Weg dahin wollen wir mit unserem Vorschlag die Debatte eröffnen. Vielen Dank.